Und wir gehen rein in das nächste Matchup. Jin gegen Bel Campo. Tag, Lennart. Ey, yo. So, geht weiter hier. Bel Campo gegen Jin. Und das nächste Set, was wir sehen, wird dann sein tatsächlich Beißel gegen Squallen. So, wie ihr euch das gewünscht habt. Wir brauchen jetzt Squallen. Du musst leider noch ein Set warten, aber dieses Set wird sicherlich gut sein. Jin habe ich hier noch gar nicht gesehen tatsächlich. Ich habe auf seinem Profil gesehen aus München. Oh, krass. Sehr interessant auf jeden Fall. Er war anscheinend bei den Münchner Turnieren aktiv, aber auch schon so ein bisschen her. Sehr interessant, würde ich gerne nochmal mit ihm drüber schnacken, wie das bei ihm aussieht. Aber hier von Bel Campo hier auch gerade eine sehr gute Leistung gegen einen Charakter, den man sehr selten sieht, würde ich behaupten. Toon Link schon, also von den Links würde ich sagen, der seltenste. Warum? Ganz blöd gefragt. Ah, schwer zu sagen. Also im Endeffekt, er und Young Link sind sich schon sehr ähnlich. Link ist halt schwerer, hat diese andere Bombe. Also die haben immer noch diese Standard-Link-Bombe, Standard-Link-Moveset. Link hat sich so ein bisschen verändert. Boom! Okay, hier einmal schön mit dem Pinsel einen auf dem Hinterkopf. Und der erste Stock geht an Bel Campo. Ja, also ich weiß es nicht genau generell, warum Chars gespielt werden, warum werden sie nicht gespielt. Oh! Oh, okay. Ja, kann man machen, aber da verliert man halt seinen Stock und der Gegner nicht. Ja, das ist auch so ein bisschen sad von Toon Link, dass sie das so gemacht haben. Also ich finde, man muss Charaktere nicht so limitieren. So, wenn die einmal eine Attacke offstage machen, sind sie tot und so. Das braucht man nicht. Früher war es bei Toon Link so, wenn er jemanden trifft, dann bounced er noch. Dann bounced er wieder, weißt du? Damit war das Risiko nicht komplett useless. So. Und ja, jetzt ist es nicht mehr so. Haben die ein Limit draufgesetzt, finde ich nicht gut sowas. An sich hat Nintendo das schon gut gemacht mit dem Balancing. Lieber die Charaktere ein bisschen besser gemacht als schlechter. Aber das ist halt Trash. Ne? Also die Dare einfach komplett Trash gemacht. Ja, Bel Campo daher mit einem Stock mehr. Wegen dem Balancing von Nintendo. Und jetzt gerade aber Jin tatsächlich hier gerade mit ein bisschen Offensive. Wird durchbrochen von Bel Campo hier mit der Dash Attack. Jetzt... wieder eingegend komplett fast. Das muss Jin auf jeden Fall aufpassen, ja. Bel Campo sieht da schon die Schwachstellen, also zum Beispiel eben gerade der Double Jump. Ja, wenn dann kein Jump mehr da ist, dann ist klar, was als nächstes passiert. Das kann Bel Campo dann natürlich auch hart punishen. Von daher, okay. Also Jin schon immer noch im Rennen. Es wird nur sehr schwierig, jetzt noch das Ganze zurückzuholen. Ich sehe auf jeden Fall, dass da der Skill da ist. Ich glaube nur, dass es so ein bisschen Rust ist bei ihm. Also so ein paar Options waren einfach fragwürdig, aber ein paar sind dann wiederum nice. Ja, killt das schon? Ja, Backthrow, okay. Ja. Und das war's hier mit dem ersten Game. Ich kann mir gut vorstellen, dass das zweite Game deutlich enger wird. Kann ich mir auch vorstellen, gerade wenn wir das ja, wir haben das ja so begründet, dass es vielleicht so ein bisschen an Rust liegt, wenn man dann wieder zurückkommt und so merkt, so okay, das darf ich machen, das darf ich nicht machen. Manche Leute werden ja sowieso unter Druck zu Diamanten und ja, hatte ich glaube ich schon mal irgendwann gesagt, den Spruch, ne? Ja, letztes oder vorletztes Mal. Unter Druck werden cool zu Diamanten, ich weiß auch nicht. Wir haben immer noch kein Phrasenschwein. Ja, stimmt. Ja, ey, das wäre doch mal eine Idee. Einfach 50 Cent. Ja, geht weiter. Diesen beiden New Age Kids. Ich rede von Toon Link und Inkling. Inkling mit dem Hipster-Look. Okay. Fängt hier gut an mit der Ink. Toon Link auf jeden Fall ein Charakter, bei dem man auch auf die Uhr gucken muss. Wenn er sehr defensiv spielt und man sich nicht drauf einlässt, dann kann das durchaus ein Timeout werden. Das werden wir hier, glaube ich, nicht sehen. Ich wollte es nur mal erwähnen. Weil Bel Campo einfach sehr viel Druck macht. War das so, dass wenn man mit der Tinte da beschmiert ist, dann kriegt man mehr Damage? Oder? Genau, man bekommt mehr Damage. Ich weiß nicht, wie das mit dem Knockback aussieht. Und wenn man auf der Farbe geht, die da unten lang geschmiert ist, dann ist man langsamer. Alles so kleine
kleine Effekte, auf die man am besten achten muss. Kann manchmal den Unterschied machen, tatsächlich. Okay, jetzt hier gerade sieht es gar nicht so schlecht aus für Jin. Momentum ist gerade gegen ihn, aber ich meine, mehr als 150% zu haben und dann vielleicht mal einen starken Angriff zu landen, das kann natürlich auch positive Effekte mit sich bringen. Oh. Ah, okay, hat er gerade versucht, die Roll zu readen, aber Belcampo chillt da nur. Okay, versucht ihn ein bisschen zu slowen. Und jetzt fängt ihr direkt wieder an mit dem Momentum. Der Jab für den Damage und die Ink. Aggressiv hier gerade. Ah, okay, geht nicht nochmal hinterher. Ja, sehr aggressiv. Und der F-Smash. Ja, das ist auch schon der zweite Stock. Eben gerade war es noch komplett even. Und jetzt hier ein sehr, sehr starker Stock von Belcampo, aber auch ein Kill für Jin. Schauen, wie das hier mit dem Momentum weitergeht. Im Moment sieht es gut aus für Belcampo. Sieht aus wie der zweite Stock. Mit der Banger-Musik. Ja, auf jeden Fall. Also gibt es natürlich auch genug bei Smash. Es gibt einfach so viel. Und ja. Hier das schnelle 2-0 für Belcampo. Und ich sage noch, das wird